Syrien, etwa halb so groß wie Deutschland, angrenzend an das Mittelmeer, den Libanon, Israel, Jordanien, den Irak sowie der Türkei, steht in zweierlei Hinsicht in den Schlagzeilen. Erstens geht der Bürgerkrieg in Syrien in das fünfte Jahr, ohne dass ein Ende abzusehen wäre. Und zweitens stammen die mit Abstand meisten Flüchtlinge, die derzeit nach Europa kommen, aus Syrien. Laut der UNO-Flüchtlingshilfe sind 3,8 Millionen Syrer auf der Flucht. Dazu kommen noch weitere 7,8 Millionen Binnenvertriebene im eigenen Land. Das macht 11,5 Millionen Vertriebene und Flüchtlinge insgesamt. Bei einer Bevölkerung von 23 Millionen sind somit die Hälfte aller Syrer auf der Flucht. Doch was sind die Ursachen für dieses Drama, sei es des Krieges in Syrien oder der Flüchtlingskatastrophe? Ist es wirklich der syrische Präsident Bashar al-Assad, dessen Absetzung von der Opposition sowie den westlichen Staaten und ihren Verbündeten so vehement gefordert wird? So behauptete die Syrien-Expertin Petra Becker von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin im Schweizer Radio SRF 1, dass Assad der Hauptverantwortliche für diesen Krieg sei. Und, was noch schlimmer sei, er sei an gar keiner Verhandlungslösung interessiert. Machen Sie sich, lieber Zuschauer, selber ein Bild, inwiefern diese Beschuldigungen auf Assad zutreffen. Denn heute lassen wir als Gegenstimme Bashar al-Assad selbst zu Wort kommen. In einem Interview, das am 22. September auf RT Deutsch veröffentlicht wurde, nahm Bashar al-Assad gegenüber verschiedenen russischen Medien ausführlich zu aktuellen Fragen Stellung. Im Folgenden haben wir für Sie die wichtigsten Aussagen zusammengefasst, wie sich Assad zur globalen und regionalen Bedrohung durch den Terrorismus geäußert hat, den er als Kern der ganzen Flüchtlingsthematik sieht. Ist es möglich, irgendetwas zu erreichen, wenn man bedenkt, dass in Syrien, dem Irak und in der Region generell der Terrorismus herrscht? Wie ich sagte, müssen wir den Dialog fortführen, um einen Konsens zu erreichen. Wenn wir aber etwas real umsetzen möchten, dann ist es unmöglich, etwas zu tun, während Menschen getötet werden. Der Blutzoll wurde noch nicht gestoppt. Die Menschen fühlen sich nicht sicher. Sagen wir, wir setzen uns als syrische Parteien oder Kräfte zusammen und erreichen einen Konsens bezüglich Politik, Wirtschaft, Bildung, Gesundheit, irgendetwas. Wie könnten wir das umsetzen, wenn die Priorität jedes einzelnen syrischen Bürgers Sicherheit lautet? Wir können einen Konsens erreichen, ihn aber nicht umsetzen, sofern wir den Terrorismus in Syrien nicht besiegen. We can achieve consensus, but we cannot implement unless we defeat the terrorism in Syria. We have Und wir müssen den Terrorismus besiegen, nicht nur den IS. Ich spreche von Terrorismus, denn wir haben viele Organisationen, den IS und die Al-Nusra-Front, die vom Sicherheitsrat terroristische Gruppen genannt werden. Was den politischen Prozess angeht, die Teilung der Macht. Wir haben sie bereits mit den Teilen der Opposition geteilt, die bereit war, sie mit uns zu teilen. Vor einigen Jahren traten sie der Regierung bei, obwohl diese Teilung der Macht nicht der Verfassung und den Parlamentswahlen entspricht und diese Mächte auch nicht die syrischen Menschen repräsentieren. Aber wegen der Krise sagten wir, wir teilen die Macht. Lasst uns einen Schritt nach vorne tun, unabhängig davon, wie praktikabel oder effektiv das ist. Let's do something, a step forward, no matter how it's practical. Or effective, let's say. Regarding the refugee crisis. Was die Flüchtlingskrise betrifft, hauptsächlich während der letzten Wochen scheint es in den westlichen Medien, der westlichen Propaganda so, als beweine der Westen die Flüchtlinge mit dem einen Auge und ziele mit dem zweiten mit einem Maschinengewehr auf sie. Sie behaupten, dass diese Flüchtlinge vor der syrischen Regierung fliehen, die sie natürlich ein Regime nennen. Diese Flüchtlinge verlassen Syrien aber wegen des Terrorismus, hauptsächlich wegen des Terrors und wegen des Tötens. Left Syria because of the terrorism, mainly because of the terrorists and because of the killing. Und zum Zweiten wegen der Ergebnisse des Terrors. Wenn es Terror gibt, dann wird die Infrastruktur zerstört. Die grundlegenden Lebensbedürfnisse werden nicht mehr erfüllt.
Viele Menschen gehen wegen des Terrorismus und weil sie irgendwo anders leben möchten. Der Westen beweint sie und der Westen hat zu Beginn der Krise die Terroristen unterstützt. Er sagte, es war ein friedlicher Aufstand. Später sagten sie, es ist die moderate Opposition. Und nun sagen sie, es gibt Terroristen wie al-Nusra und den IS, aber nur wegen der syrischen Regierung, wegen des Regimes, wegen des Präsidenten. Solange sie dieser Propaganda folgen, werden weitere Flüchtlinge kommen. Es geht nicht darum, ob Europa sie akzeptiert oder als Flüchtlinge aufnimmt. Es geht darum, dass sie sich nicht um die Gründe kümmern. Wenn man sich Sorgen wegen der Flüchtlinge macht, dann muss man aufhören, Terroristen zu unterstützen. Das denken wir über die Krise, denn das ist der Kern des ganzen Flüchtlingsthemas. Wie Sie wissen, sind wir mit dem Terrorismus im Krieg und dieser Terrorismus wird von ausländischen Mächten unterstützt. Das bedeutet, dass wir uns in einem Zustand des totalen Krieges befinden. Ich glaube, jede Gesellschaft, alle Patrioten und alle Parteien, die wirklich für die Menschen stehen, sollten sich zusammentun, wenn es Krieg gegen einen Feind gibt, ob dieser Feind nun heimischer oder ausländischer Terrorismus ist. Wenn wir heute Syrer fragen, was sie möchten, dann ist das Erste, was sie sagen, wir wollen Sicherheit für jede Person, jede Familie. Wir als politische Kräfte, ob innerhalb oder außerhalb der Regierung, sollten uns zusammenschließen für das, was die syrischen Menschen wollen. Das bedeutet, wir sollten uns zunächst gegen den Terrorismus zusammentun. Das ist logisch und selbsterklärend. Darum sage ich, wir müssen uns nun als politische Kräfte, als Regierung oder als bewaffnete Gruppen, die gegen die Regierung gekämpft haben, zusammentun, um gegen den Terrorismus zu kämpfen. Das ist bereits passiert. Es gibt Kräfte, die gegen den syrischen Staat gekämpft haben und nun an der Seite des syrischen Staates gegen den Terrorismus kämpfen. Wir haben diesbezüglich Fortschritte gemacht. Ich möchte die Gelegenheit jedoch nutzen, um alle Kräfte aufzurufen, sich gegen den Terrorismus zu vereinen. Denn das ist der Weg, die politischen Ziele zu erreichen, die wir als Syrer durch Dialog und politische Aktionen wollen. Herr Präsident, erlauben Sie mir, auf die Frage des Kampfes gegen den Terrorismus zurückzukommen. Was halten Sie von der Idee, eine terroristenfreie Zone im Norden an der Grenze zur Türkei einzurichten? In diesem Zusammenhang, was sagen Sie über die indirekte Zusammenarbeit zwischen dem Westen und Terrororganisationen wie der Al-Nusra-Front und anderen extremistischen Gruppen? Mit wem sind Sie bereit, zu kooperieren und gegen IS-Terroristen zu kämpfen? Zu sagen, dass die Grenze zur Türkei terrorfrei sein sollte, bedeutet, dass der Terrorismus in anderen Regionen erlaubt ist und das ist inakzeptabel. Terrorismus muss überall beseitigt werden. Wir fordern seit 3 Jahrzehnten schon eine internationale Koalition, um gegen den Terrorismus zu kämpfen. Was die westliche Zusammenarbeit mit der Al-Nusra-Front angeht, sie ist Realität. Wir wissen, dass die Türkei Al-Nusra und den IS unterstützt, indem sie ihnen Waffen, Geld und Freiwillige zur Verfügung stellt. Es ist bekannt, dass die Türkei enge Beziehungen zum Westen hat. Erdogan und Davutoglu können keinen einzigen Schritt unternehmen, ohne das vorher mit den USA und anderen westlichen Staaten zu koordinieren. Al-Nusra und der IS operieren mit westlicher Deckung mit solcher Gewalt in der Region. Die westlichen Staaten haben immer geglaubt, dass der Terrorismus eine Karte ist, die sie von Zeit zu Zeit spielen können. Nun wollen sie die Al-Nusra gegen den IS einsetzen. Vielleicht, weil der IS auf die eine oder andere Weise außer Kontrolle geraten ist. Das bedeutet aber nicht, dass sie den IS beseitigen möchten. Wenn sie das wollten, dann wären sie dazu in der Lage. Für uns sind der IS, Al-Nusra und alle ähnlichen Organisationen, die Waffen tragen und Zivilisten töten, extremistische Organisationen. Eine sehr wichtige Frage lautet, mit wem wir einen Dialog führen können. Von Beginn an haben wir gesagt, dass wir mit jeder Partei reden, wenn dieser Dialog zu einer Abnahme des Terrorismus und zu Stabilität führt. Das beinhaltet naturgemäß die politischen Kräfte, aber auch bewaffnete Gruppen, mit denen wir in einen Dialog traten. Und wir erreichten in unruhigen Gegenden Abkommen. In diesen ist es nun ruhig. In anderen Gegenden traten diese bewaffneten Gruppen der syrischen Armee bei und kämpfen nun auf ihrer Seite. Einige ihrer Mitglieder wurden zu Märtyrern. Wir reden also mit allen, außer den Organisationen, die ich erwähnte, sowie der IS, Al-Nusra und ähnliche. Aus dem einfachen Grund, dass die Doktrin dieser Organisationen auf Terrorismus basiert. Es sind ideologische Organisationen und sie stehen nicht nur gegen den Staat, so wie das einige bewaffnete Gruppierungen tun. Ihre Doktrin beruht auf Terrorismus und darum kann ein Dialog mit solchen Organisationen zu keinem echten Ergebnis führen. Wir sollten kämpfen und sie vollkommen beseitigen. Mit ihnen reden ist zwecklos. Reden wir über regionale Partner, mit denen sie bereit sind, im Kampf gegen den Terrorismus zu kooperieren. Natürlich mit befreundeten Ländern, speziell Russland und dem Iran. Außerdem arbeiten wir mit dem Irak zusammen, denn er erlebt die gleiche Art Terrorismus.
Was andere Länder angeht, so haben wir das keinem verboten, das den Willen hat, wirklich gegen den Terrorismus zu kämpfen, aber nicht das, was diese sogenannte internationale Koalition, angeführt von den USA, tut. Seit diese Koalition ihre Operationen aufgenommen hat, hat der IS expandiert. In anderen Worten, die Koalition ist gescheitert und hat vor Ort keine echte Wirkung. Gleichzeitig können Länder wie die Türkei, Katar, Saudi-Arabien und westliche Länder, die den Terrorismus decken, wie Frankreich, die USA und andere, nicht gegen den Terror kämpfen. Man kann nicht gleichzeitig für und gegen Terrorismus sein. Sollten diese Länder entscheiden, ihre Politik zu ändern und realisieren, dass Terrorismus wie ein Skorpion ist, steckt man ihn sich in die Tasche, dann wird er stechen. Wenn das passiert, dann sehen wir kein Hindernis, mit all diesen Ländern zu kooperieren. Vorausgesetzt, es ist eine echte und keine Fake-Koalition, um gegen den Terrorismus zu kämpfen. Was den Kampf gegen den Terror angeht, so ist das ein großes und umfangreiches Problem, das kulturelle und wirtschaftliche Aspekte beinhaltet. Offensichtlich auch sicherheits- und militärische Aspekte. Was die Prävention angeht, sind alle Aspekte wichtiger als Sicherheit und Militär. In unserer heutigen Realität, unserem Kampf gegen den Terror, stehen wir nicht vor Terrorgruppen, wir stehen vor Terrorarmeen, ausgerüstet mit leichten, mittleren und schweren Waffen. Sie haben Milliarden Dollar, um Freiwillige zu rekrutieren. In diesem Stadium haben Sicherheits- und Militäraspekte Priorität. Wir denken also, diese Allianz sollte auf verschiedenen Gebieten handeln, zunächst aber vor Ort kämpfen. Natürlich sollte die Allianz aus Staaten bestehen, die daran glauben, gegen den Terror zu kämpfen. Wir glauben, ihre eigentliche Position sollte gegen den Terror sein. Derzeit kann jemand, der den Terror unterstützt, nicht die gleiche Person sein, die dagegen kämpft. Das tun diese Staaten momentan. Saudi-Arabien, die Türkei, Jordanien, die vorgeben, in Nordsyrien Teil einer Koalition gegen den Terror zu sein. Tatsächlich unterstützen sie ihn im Süden, im Norden und Nordwesten, praktisch in genau den Regionen, in denen sie ihn bekämpfen sollen. Noch einmal, im öffentlichen Interesse sollten diese Staaten entscheiden, wieder die richtige Position einzunehmen, wieder zur Vernunft zu kommen und gegen den Terror zu kämpfen. Dann werden wir mit ihnen und anderen zusammenarbeiten. Wir schließen nichts aus und hängen nicht an der Vergangenheit. Politik ändert sich die ganze Zeit, vielleicht von schlecht zu gut. Ein Alliierter kann ein Gegner ein Alliierter werden. Das ist normal. Sollten Sie gegen den Terror kämpfen, werden wir mit Ihnen kooperieren. This is normal. When they fight against terrorism, we will cooperate with them. Herr Präsident, eine große Welle Flüchtlinge, größtenteils aus Syrien, geht nach Europa. Einige sagen, diese Menschen seien für Syrien verloren. Sie sind zutiefst unglücklich über die syrischen Behörden, denn diese konnten sie nicht beschützen und sie mussten ihre Häuser verlassen. Wie sehen Sie diese Menschen? Sind sie zukünftig Teil der syrischen Wählerschaft? Erwarten Sie, dass sie zurückkehren? Der zweite Teil der Frage dreht sich um die europäische Schuld bezüglich der jetzigen Auswanderung. Denken Sie, Europa sollte sich schuldig fühlen? Jede Person, die Syrien verlässt, ist ein Verlust für die Heimat, unabhängig von Position oder Fähigkeiten. Das beinhaltet natürlich keine Terroristen. Es beinhaltet alle Bürger mit Ausnahme der Terroristen. Darum ja, die Emigration ist ein großer Verlust. Sie haben Wahlen angesprochen. Im vergangenen Jahr gab es in Syrien Präsidentschaftswahlen und es gab viele Flüchtlinge in verschiedenen Ländern, speziell dem Libanon. Laut der Westpropaganda sind sie vor dem Staat geflüchtet, der staatlichen Unterdrückung, staatlicher Tötungen und sollten Feinde des Staates sein. Zur Überraschung des Westens stimmten die meisten von ihnen für den Präsidenten, der sie doch tötet. Das war ein schwerer Schlag für die Westpropaganda. Natürlich gibt es für Wahlen bestimmte Bedingungen. Es sollte eine Botschaft geben und das Amt eines Verwalters des syrischen Staates für die Stimmabgabe. Das hängt von den Beziehungen zwischen den Staaten ab. Viele Länder haben die Beziehungen zu Syrien abgebrochen und syrische Botschaften geschlossen. Als Konsequenz können syrische Bürger in solchen Ländern nicht wählen. Sie müssen in andere Länder gehen, wenn die Wahlurnen installiert werden. Und das ist im letzten Jahr passiert. Was Europa betrifft, natürlich ist es schuldig. Heute versuchen sie zu sagen, Europa sei schuldig, weil sie kein Geld gegeben oder ihnen erlaubt haben, legal zu emigrieren. Darum kamen sie über das Meer und ertranken. Wir sind traurig wegen jedes unschuldigen Opfers. Aber ist uns das Opfer, das im Meer ertrinkt, teurer als das in Syrien getötete Opfer? Sind sie uns teurer als unschuldige Menschen, denen von Terroristen die Köpfe abgeschnitten werden? Können sie ein totes Kind im Meer betrauern, aber nicht die tausenden Kinder, die in Syrien von Terroristen getötet wurden? Und die Männer, Frauen und Alten, diese europäischen Doppelstandards,
Standards sind nicht länger akzeptabel. Sie wurden unverhohlen offengelegt. Es macht keinen Sinn, den Tod einiger Leute zu betrauern, den anderer nicht. Die Prinzipien sind die gleichen. Europa ist schuldig, weil es Terrorismus unterstützt hat. Wie ich vor kurzem sagte, sie unterstützen noch immer Terrorismus und decken ihn. Sie nennen ihn noch immer moderat, kategorisieren ihn, obwohl alle diese Gruppen in Syrien Extremisten sind. Even though all these groups in Syria are